So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal was ganz Kurioses gefunden. In so einem Günstigladen, Billigladen, oder wie man dazu sagt, für 3,99 Euro. Lego City. Zeit für Teamplayer. Und schaut mal, der sieht aus wie Elvis. Und weil er so ein Werkzeug hat, spielt er bestimmt den Jailhouse Rock. Ja, Scherz beiseite. Aber wie gesagt, es ist ja immer so in so günstig Läden. Ich glaube, da werden extra immer so bestimmte Magazine und Extras gemacht. Das ist Lego City, Zeit für Teamplayer. Es sind auch nur Rätselspaß drin, 4 Euro. Und das Ganze ist auch klein. Warum? Ein normales Magazin ist so groß. Seht ihr das? Es ist schon ein Größenunterschied. Ich sag mal so, wenn man es quer nimmt, die Hälfte. Aber nichtsdestotrotz muss es ja auch nicht schlecht sein. Jetzt kommen wir natürlich erstmal zu der Minifigur gleich. Und der hat wirklich was. Wo ich den gesehen habe, hier vorne mit der Locke, sofort an Elvis wieder gedacht. Baue ich gleich zusammen. Jetzt blättern wir natürlich erstmal in Zeit für Teamplayer Rätsel Spaß Magazin drin herum. Dicke Seiten. Seht ihr? Rätsel Spaß. Rätsel Spaß. Och, Rätsel Spaß. Seite 8, Seite 9, Rätsel Spaß. Seite 10 und Seite 11. Wie sollte es anders sein? Rätselspaß. 12 und 13. Rätselspaß in Fehlersuche. 14, 15. Wie sollte es anders sein? Weitere Rätselspaß. Dann kommt die Seite 16, die ganzen Auflösungen. Also 15 Seiten hat das Ganze. Zeit zum Teamplayer. 15 Seiten nur. Das Ganze für 4 Euro. Und so wie ich finde, mit einer Elvis-Figur, Scherz beiseite, aber das sieht wirklich so aus. Aber nichtsdestotrotz verlinke ich euch natürlich irgendwas von Lego City unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Aber jetzt baue ich die Figur erstmal auf. Zack. So. Sein Kopf. Der geht aber schwer rein. Seine tolle. Und sein Art Gitarren. So. Das ist die Figur, die dabei ist. Und jetzt ganz ehrlich. Hat doch was. Mit die Schmalzlocke vorne. Die Koteletten an der Seite. Original. Jetzt singt er noch Jailhouse Rock, weil er hat einen Schraubenschlüssel da. Passt doch optimal, oder? Was meint ihr? Aber nichtsdestotrotz, wie findet ihr das Rätsel-Spaß-Magazin? Magazin ist es ja gar nicht. Rätselheft. Lego City Rätselheft. Für 4 Euro in einen Günstigladen. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr es? Schreibt mir eure ehrliche Meinung. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familie. Das ist schon mal ganz klar. Und ihr wisst ja, ich verlinke euch was. Danke, wenn ihr den Link benutzt. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.